Sprachnachrichten. Das neue Medium. Okay. Hey ho, hier also eine Sprachnachricht von mir. Hast du ein Steckenpferd? In Kinderträumen kann ein Holzstecken zwischen den Beinen zum Pferd werden. Aber letzten Freitag im Kindergarten hatten sie tatsächlich ein großes Angebot an Steckenpferde. Also Stock mit Decke oder Tuch drüber und Pferdekopf. Hast du ein Steckenpferd, einen Traum, eine innere Realität, die dein Wesen eigentlich noch besser beschreiben würde, als das, was man äußerlich bei dir sieht oder was du tust? Vor 2 Wochen hatte ich ein Gespräch mit einer Frau, die mit dem Beginn ihres Rentenalters, also zum Beenden ihres Arbeitslebens, auch das Ablegen ihrer inneren Berufung bejammerte. Für sie war es eine große Not, nicht mehr nützlich zu sein. Ich komme mit dem Musikmachen meiner Berufung sehr nahe. Am Schluss im Kindergarten wird immer noch, wahrscheinlich seit 70 Jahren, das Lied alle Leute gehen jetzt nach Haus gesungen. Und wenn die Kinder dann abgeholt werden, dann laufen sie auf ihre Mama, auf ihren Papa zu und das Spiel ist vergessen mit dem Treffen auf ihre große Liebe. Meistens jedenfalls. Ganz selten findet sich auch mal ein Kind, das möchte nicht abgeholt werden, sondern weiterspielen. Aber das Lieben eines Wesens und das abgeholt werden, um mit Mama und Papa zusammen zu sein, ist meine höchste Berufung. Und die findet auch nach der Rente statt.